Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modern Warfare 2. Und zwar heute, ich weiß gerade gar nicht, wie die Map heißt. Aber ich mag die Map. Und wir spielen Abschuss bestätigt und ich krieg direkt auf die Fresse, Alter. Das kann ja wohl gar nicht wahr sein. So, jetzt erstmal chillen. Abschuss bestätigt, eigentlich einer meiner Lieblingsmodi. Und die Map auch nice, aber mit der MP, nicht die beste Map zum MP spielen. Wie, das habe ich gestern auch gesagt, dann habe ich die Runde komplett auseinandergenommen. Naja, komplett auseinandergenommen ist übertrieben, aber es lief gut. Das können wir nicht abstreiten. Lief wirklich gut, so. Ist das da meine eigene Marke? Die hätte ich gern, danke. Nee, doch nicht, schade. Ach komm, und da sitzen sie überall, Alter, das gibt's doch gar nicht. Ich habe es euch gestern auch gesagt, dass es die ganze Zeit so gut lief mit den Lobbys, das wendet sich jetzt. Ich hab das im Gefühl. Oh, was? Ja, nehme ich mir das Märkchen, ne? Ach komm. Okay, ja, jetzt habe ich aber auch reingedroppt. Hä, wir sind voll wenige, ne? Einer zu wenig. Moin. Da hinten war einer, aber da. Oh Mann. Die Map ist wieder so winkelig. Gestern die in der Folge war angenehmer zu spielen, sagen wir es mal so. Aber das macht ja nichts, ne? Wir wollen ja auch mal ein bisschen Herausforderung hier. Es soll ja nicht die ganze Zeit so laufen wie in den letzten zwei Folgen. Muss ja auch mal wieder ein bisschen härter und ungerechter zu mir werden. Das wird's auf jeden Fall. Oder ich bin einfach schlecht. Ey, komm, das kann nicht wahr sein. Ich muss immer noch diese Waffe hier leveln. Es ist mühselig, Hilfe. Ach, komm. Sag mal, was ist denn los mit mir? Ey, das kann nicht wahr sein, was mit meinem Aim passiert. Er macht den Aimbot gleich wieder an. Ich sollte aufhören, immer solche Witze zu machen, wenn die Leute glauben, dass das wirklich so ist. Aber, nee, meinen schönen Account, den lasse ich mir nicht bannen. Die Zeiten sind vorbei. Ich habe einmal in meinem Leben gehackt, in einem Spiel. Und das war in CSGO, einfach nur um es zu probieren, ob es geht. Und ich wurde instant perma gebannt, Lifetime. Ja, sind meine Erfahrungen mit Hacks. Ah nein, und ich habe mal ganz früher mit meinem Kollegen in Modern Warfare 2, da war es so, also in einem alten Modern Warfare 2 am PC war es so, du bist in Lobbys gegangen und in den Lobbys wurdest du instant zum Prestige, also maximales Level, damit du Prestige gehen konntest, ne? Und das haben wir halt sau oft, haben wir halt solche Lobbys gekriegt, dann waren wir irgendwann Prestige 5, Prestige 6, keine Ahnung. Und wollten aber halt Prestige-Master dann sein, aber haben keine Lobbys mehr gefunden. Und dann habe ich gedacht, komm, lädst dir einfach selber irgendein Tool runter, mit dem das geht. Mir wurden instant gebannt. Ich zumindest, ich glaube mein Kollege nicht. Weil ich hatte ja den Hack installiert, er nicht. Dann wurde ich da auch instant gebannt. Das waren meine zwei Erfahrungen mit Hacks. Aber das waren halt doch in CSGO waren es Hacks, um halt mit einem Aimbot zu spielen. Aber in Modern Warfare war es eigentlich nur, also Modern Warfare 2 von 2009 damals, war es eigentlich nur, um Prestige Master zu werden. So richtig dumm. Ein Prestige-Hack. Ich schieße einfach auf diesen, ich schieße einfach auf diesen Ritter da. Man kennt ihn hier. Viel Spaß damit. Gott, oh Gott, Alter, was ist denn los mit mir? Ich bin trotzdem auf Platz 1, was? Ich reiß doch gar nichts gerade. Dem renne ich hinterher. Dich hole ich. Kommt schon von alleine zurück. Eine Drohne. Ich weiß überhaupt nicht, was das bringen soll, ganz ehrlich. Das ist einfach nur, wenn man keine Munition mehr hat, doch brauchbar, oder? Digga, was ist denn los jetzt? Was ist denn das da oben? Gefällt mir aber ganz und gar nicht. Dass es gerade so schlecht läuft. Ich will links mal positiv stehen. Ey, ja, und ich drehe mich auch noch um, obwohl ich von dem Ding da oben abgeschossen werde. Im dreckigen Vitoi-Chat. Wie so ein richtiger Noob hole ich den jetzt mit der MP. Ich habe aber auch so ein dickes Magazin. Ja, er stürzt ab, sehr gut. Habe ich wenigstens was zu beigetragen. Brauche ich nur noch ein paar Kills. Digga, das machen echt alle, dass die sich so hinschmeißen, gell? Was denn, Nu? Alter, das kannst du nicht ernst meinen. Der Feind gewinnt an Boden. Das geht natürlich gar nicht. Hier. Zack.
Ah, da ist er doch. Nein! Was? Von wo denn, Alter? Die kommen aus allen Richtungen. Mann, was soll das? Ich nehme das zurück, dass ich die Map mag. Ihr habt ein gewisses Problem, diesen Marktplatz hier. Was das sein soll. Da kommen sie aus allen Richtungen. Man kann sich ja nur verschanzen. Danke. Ey, komm. Ach, komm. Hilft's. Ach so, das ist ja nur bestätigt. Wie oft bin ich gestorben? 22 Mal. Ich bin 22 Mal gestorben, habe 11 Kills. Schande über mein Haupt. Achso, da wäre einer. Ja, hol dir mal das Märkchen. Oder lass es liegen, dann kriege ich beide. Sehr nett. Mist. Mir geht's wirklich nicht gut. Wie? Die sind alle hier. Ach komm, Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ich dachte jetzt wenigstens mal, hey, immerhin Waffenstufe 6. Geht voran, 10 Level noch. Werden die Abstände da eigentlich größer? So wie das kann mir keiner erzählen, dass der da liegt, Alter. Werden die Levelabstände eigentlich größer, so wie beim normalen Level, dass du dann von Level 11 auf 12 mehr XP brauchst als von 5 auf 6? Oder ist es immer gleich? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, bei Waffen könnte es immer gleich sein. Naja. Wer weiß das? Ab damit in die Kommentare. Okay, jetzt erst. Wird ewig da gewesen, die Drohne, oder? Habe ich die unbemerkt nochmal neu aktiviert? Ach, das ist so schön. Mich daran zu erinnern, wie super die letzte Runde lief. Und dann das hier zu kriegen. Hier, ich werf das da rein. Für die Fans. Bist du völlig verblödet? Ich bin völlig verblödet. Ich habe weder den hinter mir noch vor mir. Also, dass ich den hinter mir nicht gesehen habe, ist ja logisch. Ich habe den vor mir auch nicht gesehen. Hier. So. Ah, nur hat sich mal das Märkchen gegönnt. Das war wieder nicht meins. Ach, kommt, leckt mich. Oh, Mann, da kommt er aus dem Stall. Was hat er gemacht? Seine Mutter gefüttert? Der, die hat aber auch so lange Haare. Die mussten gebürstet werden. Wahrscheinlich hat er die gebürstet und gefüttert. Um dann einen Ausritt zu planen. Meine Güte. So, das jetzt aber mal meine. Doch. Mal gleich so vulgäre Ausdrücke hier benutzen müssen. Okay. Danke für nix. Ja. Feindlicher Marschflugkörper, das gefällt mir nicht. Da verstecke ich mich hier drin, wo du dich wieder um deine Mutter kümmerst. Wo ist er? Hat sie hier gefressen? Hat ihr Futter nicht gefressen? Das gibt's gar nicht. Da, ach, da oben ist sie. So, jetzt kommt doch mal von da. Keine Ahnung, ey. Sind so durchschaubar eigentlich. Ja, komm, genau wie ich. Verdammt. Kannst du doch nicht ernst meinen hier. Okay. Ah, da ist noch einer. Gebt mir alle eure Märkchen. Ich will sie haben und sammeln. Ja. Mein Magazin ist größer, mein Freund. Ah, Mama. Was soll das denn? Wieso hast du mich nicht gewarnt? Okay. So. Oh Gott, ich dachte... Ah, Mann, ey. Wie kann es sein, dass ich Erster bin? Wir verlieren aber nur knapp. Könnte man noch rumreißen. Wenn man jetzt einmal ein bisschen auf Streak geht hier. So eine Frechheit. Oh, okay. Der Penner hat wirklich gewartet. Jetzt haben wir wieder die Karte geöffnet. Das passiert mir irgendwie immer aus Versehen. Muss ich mal abrutschen mit meinen Fettfingern. Ja, ja, ja. Ich gehe hier lang. Der kommt wirklich von da. So nicht, mein Freund. Wo sei der? Noch 30 Sekunden. Moin. Komm. Nein, da ist noch einer. Oh, bitte. Verloren. Schade. Ja, war aber auch keine starke Runde von mir, muss ich ehrlich eingestehen. War nichts. So, nochmal einen Schluck Water. Ah,
Das geht besser. Das geht besser. Egal, Leute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei diesem Video. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt. 35 Tote, guckt weg, guckt weg. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Das ist wieder erstmal Modern Warfare 2 Multiplayer mit mir, New59. Bis dahin, Leute. Vergesst nicht, Daumen hoch, Glocke aktivieren, Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag. Tschüssi. I'm like, hey, what's up?